Hi Leute, hier ist eure Skyhardarissa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Rechain of Memories. Im letzten Part haben wir ein wenig hier in Twilight Town den guten Vexen verprügelt. Ach, war das nicht ein wunderschöner Part? Also ich bin ehrlich, ich bin ganz stolz auf diesen Part, auf diese gewonnene Wette, obwohl ich mir überlege, vielleicht... Ah, das sage ich lieber noch nicht, falls ich es doch nicht mache. Und ich hatte mir jetzt überlegt, auch wenn ich diese Welt wirklich liebe und der Sonnenuntergang einfach wunderschön ist hier am Horizont, müssen wir Abschied nehmen. Und deswegen heißt es, auf ins Schloss des Entfallens. Natürlich nicht ohne Cutscene, die kommt gleich. Ach, da sind sie wieder. Nice work. I say good riddance to that blabbermouth. Marluxia, you used Vexen to test Sora's strength, didn't you? Not just Sora's, it was yours too. We weren't sure if you actually had it in your bones to take out a fellow member. Well, I guess that you did. It's time to join up. Taking over the organization will be like child's play with the three of us. So that's where Sora comes in. Of course. He wants to see Naminé, so why don't we just give him what he wants? Rejoice, Naminé. The time is near for you to meet the hero that you've been longing for. I'm glad. But I'm warning you. You better not do anything to betray Sora's feelings. Do you understand me, little one? I understand. All you need do is layer Sora's memories and bring his heart closer to you. Sora. Even if you come for me, what then? Das ist wirklich die Frage. Riku. Oh, Riku! You'll hurt Naminé if you go further. You still want to fight? But Vexen's gone, so now you're free. It doesn't matter what happens to him. I'm protecting Naminé from you. Huh? That's what's in my heart. Sora, I made a promise to Naminé. I promised to keep her safe. You did? Huh? There was a meteor shower. This one night when she and I were little. Naminé got scared and said, "What if a shooting star hits the islands?" So I told her, if a shooting star comes this way, I will protect you. You made a promise with a toy sword. Huh? What? How do you know about that? Because that was the promise I made to her that night. I would protect her. I said it. Don't lie. You weren't the one there that night. You're the one who wasn't there. That was when... She gave her good luck charm to me. Her what? See? Tell me, where did you get that? Sora. Good try. Huh? That must be a fake. I've got the real one right here. Two of them? Fake should be destroyed! Was geht hier gerade vor? Da ist Böses im Busch. Aber zuallererst müssen wir uns um Riku kümmern. Wir müssen jetzt bei Riku die gleiche Strategie wie bei Vexen fahren, weil ich das Deck nicht umgestellt habe. Aber ich denke, dass das kein Problem sein sollte. This is it. So, erstmal schön mit einem Schallschock
Jetzt die Jafar-Karte und jetzt Asakanum. Verdammt. Timing ein bisschen versaut. Macht aber nichts. So, jetzt eine tödliche Auszeit. Und gleich ein Schallschock hinterher. Und gleich noch ein. Und nochmal Asakano. Danach können wir nochmal alles besprechen. Ja, das war recht einfach. Wobei ich sagen muss, es wird noch schwerer gegen Riku. Und wir erhalten die Mega Potion. Soras Lächeln ist irgendwie creepy, aber auch niedlich. Riku. It's just like mine. How'd he get this? Whoa. Was passiert mit dem? Meine Karte. Das it turned into a card. Die Inseln des Schicksals. Also, ich halte jetzt mal fest, wir haben jetzt keine Ahnung, was abgeht, beziehungsweise diejenigen, die die Story schon kennen, wissen jetzt, was abgeht. Diejenigen, die jetzt hier blind reinkommen, ich versetze mich gerade in diese Leute, die denken sich einfach nur, was? Hä? Die denken sich das wirklich, also ich habe das bei meinem ersten Playthrough von Chain of Memories auf jeden Fall gedacht. Einerseits denkt man sich jetzt einfach nur so, was geht jetzt mit Riku ab? Wieso sind die Erinnerungen so gleich? Wieso haben beide den gleichen Glücksbringer? Wieso... Was meinte Maluxia überhaupt damit, Soras Herz näher an deines zu bringen und die Erinnerungen aufeinander zu schichten? Das finden wir sehr bald heraus. Aber zuallererst sollten wir kurz mit Donald und Goofy reden und dann in den nächsten Stock aufbrechen. Rikus Glücksbringer hat sich in eine Karte verwandelt? Du und Riku hattet also die gleichen Erinnerungen. Ja, das will mir auch nicht gefallen, Donald. Deswegen schnell weiter. Du bist nicht der einzige, Donald. Let's just keep moving, okay? It doesn't matter. It does matter. How can two of you have the same memory? You can't both be right. I'm wrong. Fine, then don't believe me. That's not what he meant. We're just kind of worried. Then let's ask Naminé. That should clear it up. Look, we don't have time to sit around, so let's go! Sora, what happened to you? What's that mean? Well, you always get real touchy when it comes to stuff about Naminé. But before we came to this castle, you didn't even remember what her name was. Now Naminé's the only thing you talk about. It doesn't make sense. Maybe you should just slow down and think ahead about some of these things. Think ahead? What is the matter with you guys? Do you want me to abandon her? No, that's not it. Then do whatever you want. You can lay back and take a nap for all I care. I'm going to find Naminé. Sora!
you're all that he's got left. So then, if you don't stop this, no one will. But I... it's too late. You shouldn't give up just yet. Say, Naminé, have you noticed Marluxia doesn't seem to be around? What are you saying? Just that there's no one here who would want to get in your way. Just make it count. Now this should be interesting. Try and make it enjoyable, Sora. It's the least you can do for me, you know. Oh. Hey, wait. I'm enjoying this. You guys are something else. Sora, that was no way to... Keep it to yourself! Eine Cutscene nach der anderen, ein Plot-Twist nach dem anderen. Wer hätte gedacht, dass Sora jemals so reagieren würde? Ja, wir sind alleine. Wir sind nur noch Sora und niemand sonst. Donald und Goofy sind einfach verschwunden. Und, ja. Also die beiden haben schon irgendwie recht. Sora wird immer sehr patzig, wenn es um Namine geht. Und ansonsten haben wir noch etwas gesehen. Axel hat Namine, die scheinbar gefangen war. Also, die gefangen ist. Freigelassen. Und er hat einfach nur gemeint... Nutze die Chance. Im Original kommen, meine ich mich zu erinnern, dass er im englischen Text gemeint hat, also hell gesagt hat. Ich bin mir aber unsicher, ob das in dem Dialog war. Ich bin mir nicht ganz unsicher, aber ich bin mir auch nicht sicher, weil ich habe damals, als ich Chain of Memories gekriegt habe, Chain of Memories genutzt, um meine Englischkenntnisse aufzubessern, weil ich damals nicht sonderlich gut in Englisch war. Das war ich sehr lange Zeit nicht. Und dann hatte ich irgendwie auf einmal den Bogen raus und dann ging es. Jedenfalls, ich habe dann damals Com auf Deutsch und auf Englisch gespielt. Erst, ich glaube, 2-3 Mal auf Deutsch und dann 2-3 Mal auf Englisch. Einfach, um dann die ganzen Wörter, die ich nicht kannte, nachzuschlagen oder aus dem Kontext zu lernen. Das ist im Übrigen generell. Mal ganz kurz, so nebenbei, bevor wir wieder zum eigentlichen Plot-Erklärungsgewirr gehen. Das ist allgemein ein ganz guter Tipp, wenn man mal schlecht in Englisch ist. Oder in einer anderen Fremdsprache. Und man kann ein Spiel in dieser Sprache spielen. Oder hat eine Sprachausgabe in einer anderen Sprache von dem Spiel. Kann man es ja mal versuchen. So ein paar Wörter schnappt man immer dabei auf. Oder man bekommt ein besseres Gefühl für die Grammatik. Weil man einfach die ganze Zeit die Sätze liest. Weil man damit zu tun hat, weil man es verstehen muss. Das hat mir zumindest sehr gut geholfen. Ich kann dazu sagen, ich bin zwar in Englisch immer mal so steigend, mal fallend, aber ich kann Englisch. Na gut, jetzt wieder zurück zu diesem ganzen Story-Plot-Twist-Gewirr. Also, Sora und Rico haben die gleichen Erinnerungen. Dass Donald und Goofy sich da ein bisschen fragen, was hier überhaupt vor sich geht... und eigentlich gar nichts mehr verstehen, ist berechtigt. Aber dass Sora so ausgerastet ist, ist auch nicht berechtigt. Ich meine, ich kann verstehen, dass Sora möchte, dass man Namine ganz schnell rettet, aber man muss es doch nicht zu jedem Preis machen. Und ich finde ehrlich gesagt, Sora hat absolut überreagiert. Es ist auch überhaupt nicht Soras Art, so zu reagieren. Normalerweise sind seine Freunde ihm das Wichtigste. Ja, und dann einfach meinen... Macht doch ein Nickerchen, wenn ihr wollt.
Ich gehe das alleine regeln. Das ist überhaupt nicht Soras Art. Und es verwirrt einen. Und man muss auch dazu sagen, es ist jetzt wirklich kurz vor diesem Punkt, wo tatsächlich der große Plot-Twist kommt. Also man merkt es, immer mehr fängt es... Man kann es sich wie ein Gebräu vorstellen. Es fängt langsam an, erst erwärmt es sich. Dann fängt es an zu blubbern, dann zu kochen und dann schäumt es über. Und wir sind kurz vor diesem Punkt, wo es überschäumt. Ich meine, das muss doch etwas bedeuten, dass Sora und Riku die gleiche Erinnerung haben, dass Sora sich plötzlich an ein Mädchen erinnert, das er vorher nie erwähnt hat, mit auch nur einer einzigen Silbe. Und dass ihm dann trotzdem so viel bedeutet, nachdem er sich erinnert? Das kann nicht gut gehen. So, und nachdem ich jetzt so ein paar kleine Sachen gestreut habe und so ein bisschen gesagt habe, um was es jetzt geht, und ihr alle gemerkt habt, dass das total verwirrend ist für diejenigen, die jetzt nicht Com oder Recom schon mal gespielt haben, werde ich jetzt noch eine Sache tun. Ich werde nämlich hier den Part beenden. Ja, und im nächsten Part werden wir dann zu den Inseln des Schicksals aufbrechen, auch wenn es hier heißt, die Insel des Schicksals, man weiß, dass es mehrere sind. Im ursprünglichen Kingdom Hearts stand da die Inseln des Schicksals. Es ist wirklich so. Und es heißt auch Destiny Islands und nicht Destiny Island. In diesem Sinne, da gehen wir im nächsten Part hin, erkunden die Welt, machen die einzelnen Türen frei, machen wahrscheinlich auch noch den Schlüssel zur Prämie, wenn ich dann schon einen habe. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye!